Hallo bei Lukas Steiner und Stefan Einer Tutorial. Jetzt haben wir eine weitere Landetechnik. Letztes Mal hat uns der Lukas ja schon den Präzisionssprung erklärt und heute haben wir uns nochmal die Parkourrolle. Also das ist eine Landetechnik, die ich benutzen kann, wenn ich aus größeren Höhen springe, um eben den Schwung möglichst effizient abzubauen und so möglichst wenig Belastungen für die Gelenke und auch auf den ganzen Körper zu bringen. Ausschauen wird die Technik so. Dann gehen wir gleich ein bisschen ins Detail. Und zwar wird die Landung in leichter Vorlage ausgeführt, wenn man das sieht. Die landet wird natürlich auf den Beinen. Dann kann man die Arme auf den Boden, gefolgt von der Schulter. Und die Rollbewegung wird dann von der rechten Schulter zur gegenüberliegenden linken Hüfte ausgeführt. Also ganz wichtig, diagonal über den Rücken, wie man da schon sieht, um eben die Wirbelsäule vom harten Untergrund. Wichtiger, den Kopf zur Brust zu nehmen, um eben auch den Kopf vom harten Untergrund oder vor Verletzungen zu schützen. Optimalerweise kommen wir dann wieder in Sitzstellung aus der Rollbewegung raus, damit ich die Laufbewegung gleich weiter vor. Das sieht das ausschaut. Also der erste Schritt zur Rolle starte am Boden. Und zwar nehme ich den vorderen Fuß, in dem Fall den rechten, mit der vorderen Hand. Und roll dann über die rechte Schulter, in dem Fall, zur linken Hüfte. Also ganz wichtig, die Rollbewegung läuft diagonal über den Rücken. Wichtig auch, den Kopf zu schützen, also den Kopf unten reingeben, um eben nicht mit dem Kopf auf den Boden aufzukommen. Im Optimalfall kommen wir dann in einer Schrittbewegung aus der Rolle raus, dass ich gleich weiterlaufen kann. Der nächste Schritt ist dann, selbe Bewegung, ohne jedoch den Fuß mit der Hand zu fassen. Also start wieder am Boden, rechtes Bein ist vorne und dann wieder über die rechte Schulter drüber rollen. Ganz wichtig auch, wie vorher schon, diagonal über den Rücken zu rollen. Eine weitere Übung, die man einbauen kann und eben das Rollen, das seitliche Rollen zu trainieren, ist, dass man die Rolle gleich wie vorher startet, dann jedoch seitlich rollt und wieder rückwärts zur Laufbahn aus der Rolle rauskommt. Somit trainiert man das seitliche Rollen, weil ansonsten die Gefahr besteht, dass man eher gerade rollt und dann ist wieder die Verletzung der Rückenwirbelsäule gefährdet. Gut, und diese Rollarten beherrscht werden, dann kann man das Ganze aus einem leichten Anlauf, einen leichten Sprung machen und anschließend die Rolle, um den Schwung abzubauen. Wieder in eine Laufbewegung ausleiten. Und wie es gut funktioniert, dann kann man das Ganze in eine Anhöhe machen, also wieder dasselbe wie vorher, Sprung nach unten, in leichter Vorlage landen und dann die Rolle, um den Schwung oder die Energie abzubauen. Optimal wieder in die Schrittstellung ausleiten, um eben die Bewegung weiterzuführen und weiterzuführen.